Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, lasset uns an diesem Abend des Trubels auch ein bisschen besinnlich sein. Eingedenk der von der Gesellschaft und den Medien gekränkten und gejagten, eingedenk der jungen Familienväter, die aus Zeitmangel und der Sorge um ihre Familie ihre Doktorarbeit abgeschrieben haben. Oder schreiben haben lassen, lächerliche 76,34%. Und eingedenk derer, die wahrhaftig gekämpft haben und deren Kraft nun zu Ende ist. Und die sich nun auf ihr Schlösschen zur Erholung zurückgezogen haben. Sprecht mir also zwei einfache Worte nach. Mit gut. Und verharren wir noch 5 Sekunden im stillen Gedenken. 21, 22, 23, 24, 25, 26. Das reicht. Und jetzt möchte ich Ihnen einen Text von Luigi Malerba vorlesen, einem italienischen Autor, der es wissen muss. Ein kalabresisches Huhn beschloss, Mitglied der Mafia zu werden. Es ging zu einem Mafia-Ministerpräsidenten, um ein Empfehlungsschreiben zu bekommen. Aber dieser sagte ihm, die Mafia existiere nicht. Es ging zu einem Mafia-Richter, aber auch dieser sagte ihm, die Mafia existiere nicht. Schließlich ging es zu einem Mafia-Bürgermeister und auch dieser sagte ihm, die Mafia existiere nicht. So kehrte der Huhn in den Hühnerhof zurück und auf die Fragen seiner Mithühner antwortete es, die Mafia existiere nicht. Da dachten alle Hühner, es sei ein Mitglied der Mafia geworden und fürchteten sich vor ihm. Aber wir fürchten uns nicht. Sie haben sicherlich schon gemerkt, dass Stefan Nappus gegelte Haare hat. Ne? Das ist ja mittlerweile ein Markenzeichen für gewisse, naja, also das hat Tradition. Die Repräsentanten der amerikanischen Mafia der 30er Jahre hatten alle gegelte, das heißt damals noch brillatinierte Haare gehabt. Und sein zweiter Kumpan, also KT, hat ja durchaus kriminelle Energien entwickelt und die Bavarian Scientific Mafia hat ihm ziemlich gut weitergeholfen dabei. Nein, das war kein Fehler, sondern ein bewusster Betrug, schwarz auf weiß und Gott sei Dank endlich beweisbar. Aber noch einmal zur Haarkosmetik. Die Frontfrau der FDP, der Zwitscherzwerg der Fidelen Dividendenpartei Homburger, wie macht die das mit ihren schwarzen Sechsern? Ich habe mich immer schon gefragt, sind die auch gegelt? Nein, ich glaube, die sind mit Patex festgeklebt. Weil wenn ihre Haare, ihre eigenen Haare, ihre Stimme und was dann da so artikuliert wird hören, täten sie sich ja glatt vor Schreck aufstehen. Außerdem hat sie eine gewisse Blechtrommelstimme. Ich meine, wenn die im Reichstag ans Rednerpult tritt, habe ich immer Angst um die Kuppel. Also, einen Unterschied zwischen Gutti und Mappi haben wir schon. Einen weiteren, die Herkunft. KT stammt aus dem Geschlecht derer von und zu Gutenberg. Schnellerer Gedenk. Mappus offensichtlich aus dem Geschlecht, das heißt, der Spezies derer von Sus. Nun werden Sie berechtigt fragen, was ist Sus? Sus ist der lateinisch-zoologische Gattungsname für Wildsau. Schwein, wobei Schwein der Überbegriff der Gattung ist. Also Schwein, auf Lateinisch Suius. Nein, ich habe nicht Mappus gesagt.
Das sind die möglicherweise als Clowns verkleideten Polizisten, die dann anzeigen und aussagen könnten. Ich werde das Bild nie vergessen. Am 1. Oktober 2010 in der Stuttgarter Zeitung. Um die angstverzerrten Gesichter der von Wasserwerfern attackierten Demonstranten und unten der wohlgenährte und selbstzufriedene Schluck Bier des Markus-Kopfes. Das sollten wir uns alle merken, was darauf folgte. Der Versuch der systematischen Einschüchterung und Strafverfolgung von Stuttgart 21 Gegnern, die zum Beispiel jetzt, vorgestern, öffentlich geworden sind. Die Kriminalisierung von Opfern oder dieses Fahr, wo die Tür aufgesprengt wurde von der Polizei, wo man ein PC mitnahm, wo man private Papiere durchgekramt hat. Gut. Frau Staatsanwalt Kraut, und sie ist verzeichnet in der Stuttgarter Zeitung, Recht ist Recht, Frau Staatsanwalt, natürlich. Und Strafbestand ist Strafbestand. Aber wo waren Sie denn? Zum Beispiel bei der Kiesaffäre Stechele-Fleischer. Oder wo waren Sie bei der Kontrolle des Beratervertrages von Herrn Völl bei einer der Stuttgart 21 nahestehenden Firma? Oder wo sind Sie denn jetzt bei der Flugfirma, bei diesen Unregelmäßigkeiten von Herrn Markus? Da hätte es möglicherweise auch Durchsuchungsbefehle geben müssen, Herr Richter, der Sie so schnell sind. Da hätte man auch PCs beschlagnahmen können. Wäre es interessant gewesen, ne? Ja, nein? Ach so, zwei Jahre recht. Wissen Sie, Frau Kraut, es gab eine Zeit der gnadenlosen Richter und Staatsanwälte. Oberstes Gebot, Staatsräson. Da hatten Sie es sehr, sehr eilig. Nicht der Mensch zählte, nur die Staatsräson. Und die Frage ist, bewegen wir uns wieder langsam dahin? In der baden-württembergischen CDU hat das ja Tradition. Da war ja einer dieser gnadenlosen Richter jahrelang Ministerpräsident. Seinen berühmten Satz über Recht kennen Sie ja. Da wurde gelogen und vertuscht, auch von Seiten der Justiz, die ja unabhängig sein soll. Und selbst am Grab entblödete sich ein CDU-Ministerpräsident, jetzt Eurogenie, nicht wieder zu lügen, wo doch im Tod wenigstens die Wahrheit sein sollte. Ich meine, von der Polizei will ich gar nicht reden, die sich als Büttel missbrauchen lässt. Stumpf! Nomen est omen. Was assoziieren Sie? Stumpfer Gegenstand. Wieso ist er eigentlich noch Polizeipräsident? Der hat doch alles auf sich genommen. Schwere Körperverletzung etc. etc. oder nicht? Wo sind Sie da, Frau Staatsanwalt Kraut, mit Ihrem Rechtsverständnis? Was passiert ist vom 30. September 2010. Wenn mir jemand erzählen will, dass der Schwarze Donnerstag nur von der Polizei, die späteren Einschüchterungen und Übergriffe nur von Polizei und Staatsanwaltschaft ausgegangen sind, der kann mir genauso gut weismachen, dass das Patchwork-Werk von Herrn von und zu sauber ist.
Ja, wenn so ein Schwarzkittel angestochen ist, da kann er schon von oben Druck machen. Nicht wahr? Da lässt er die Puppen tanzen, da geht er über Leichen. Naja, zum Beispiel jetzt über Schuster. Nein, das ist ein schlechtes Beispiel. Der war schon lange einer. Ja. Natürlich. Natürlich ist Markus wieder gründlich missverstanden worden. Nach meinen Äußerungen ist ein anderer Eindruck entstanden und ich bedauere das. Einen Scheiß über das. Macht er am machtesten. Dieser Mann ist durch und durch von seinem fragwürdigen Ich überzeugt. Ich habe den Verdacht, dass es durchaus für möglich hielte, dass der Stephansdom in Wien nach ihm benannt ist. Naja, in Ungarn gibt es da noch die Stephansbrunne, die wäre im Moment vakant. Da wären wir wenigstens los. Vielleicht sieht er sich jetzt in seiner eigenen Machtpotenz als eine historische Persönlichkeit antiker Größe. Vielleicht ja, so wie der einst Caesar seinen Feldherrn nach der Schlacht im Teutoburger Wald 9 nach Christi angeklagt hat: Varus, Varus, gib mir meine Legionen. So könnte ihm 2019 der Souverän das Volk von Baden-Württemberg zurufen: Markus, Markus, gib mir meine Millionen wieder. Gestern war der Präsidialin in seinem Element stark Bier am Stich. Das eine Bierfass sticht das andere an. Und da kommt mir wieder das Bild von den Demonstranten, die blutenden Augen von Herrn Wagner, die Reizgas- und Wasserwerfer-Soldateska und der zufrieden feist Bier trinkende Markus Kopf. Jetzt sind noch 20 Tage bis zur Wahl. Im alten Rom gab es einen Redner namens Cicero, der beendete immer seine Reden mit Ceterum censeo, Carthagine esse delendam. Im Übrigen glaube ich, dass Karthago zerstört werden sollte. Karthago war die Rivalin von Rom. Ich bin kein Cicero und Baden-Württemberg nicht Rom. Ja, ich kann nicht so gut Latein, aber eines. Ceterum censeo, macum non eligendum esse. Was so viel heißt wie: Ich glaube, dass Markus nicht gelegt werden darf. Salve! Montagsfeber angelangt. Aber bevor wir uns jetzt auf den Weg machen, möchte ich Ihnen doch noch meinen Mitindianer hier vorstellen. Es ist der Pfarrer Roland Martin. Er ist Gehörlosen-Seelsorger und deshalb steht er mit den weißen Handschuhen fast jeden Montagabend hier. Dankeschön. Weiter. Wir laufen jetzt Richtung Staatsgalerie, Klani, in Richtung Schlossplatz, wo wir dann unseren Schwarmstreich machen, aber zuvor noch was ganz, ganz Wichtiges. Unsere nächste Großdemo, liebe Leute, am 19. März, das soll nicht nur ein Familientreffen werden, sondern ein Nachbarschaftsevent, ein Stadtteilmeeting. Deshalb mobilisiert bitte alles, was zwei Beine hat. Vier Beine sind natürlich auch gekommen, aber zwei Beine sind uns lieber. Für unsere nächste Großdemo am 19. März um 14 Uhr am Schlossplatz. Wir brauchen Mann und Maus. Bitte macht Werbung. Unser Motto lautet: Den Wechsel wählen, Demokratie statt Stuttgart 21. Und dieser Titel ist Programm. Denn wir wollen den Wechsel und wir wollen Demokratie. Kommt zahlreich und bis dahin bleiben!